Das GoP-Gemeinduell von Schweiz bewegt ist der grösste Bewegungs- und Ernährungsanlass in der Schweiz. Schweiz bewegt ist anlässlich vom Internationalen Jahr des Sports 2005 ins Leben gerufen worden. Zwei oder mehrere Gemeinden fordern sich gegenseitig heraus und lancieren ein freundschaftliches Duell. In diesem Jahr treten 186 Gemeinden gegeneinander an. Ziel ist es, möglichst viele Bewegungsminuten für die eigene Gemeinde zu sammeln. Vor 4 Jahren hat Brigg-Lys das letzte Mal mitgemacht und das Duell gegen Langenthal gewonnen. 2012 tritt Brigg-Lys nun gegen Grandch an. Verschiedene Sportvereine sind an der Organisation beteiligt. Der Stefan Schmidt, Präsident des Josaikon Club Brigg, erzählt. Der Anlass organisieren die Sportvereine von Brigg-Lys. Das sind der Hans Fuchs vom Badminton Club und ich. Ich bin der Präsident des Josaikon Club Brigg, bestimmt worden als Organisatoren. Und da ist noch einer von der Sportkommission, der Christian Gautrin, bestimmt worden, dass man den Anlass zusammen organisiert. Bewusst wird die Bewegungszeit und nicht die Leistung der Teilnehmer gemessen. Somit ist der Zugang für alle Alterskategorien ohne Leistungsdruck möglich. Bewegen, dann ist zwei Läufparcours machen, kleiner und grosser. Die Pläne liegen hier beim Start- und Zielgelände auf. Oder man kann auch biken. Da gibt es einen kleinen Parcours und einen grossen. Heute können wir laufen mit Silvan Zurbriggen. Der hat die Jungen vor allem animiert. Er hat mit den Behinderten Gespräche gesucht und hat die zur Gesundheit animiert. Und am Nachmittag kann man mit Weiss Daniel biken. Nebenbei gibt es auch noch einen Geschicklichkeitsparcours, wo man sich testen kann mit einem speziellen Bike. Ob man da gut ist, gibt es auch Preise zu gewinnen. Auf dem Startplatz in Brigg werden diverse Läufe, Velo, Bike, Fun-Parcours durchgeführt. Verschiedene Persönlichkeiten aus den Bereichen Sport, Politik und Kultur engagieren sich als Botschafter des Gemeinduells. In Brigg-Lys nimmt der Skifahrer Silvan Zurbriggen an den Aktivitäten teil. Ja, ich war ja auch schon dabei. Da war ich auf dem Velo und habe ein paar Kilometer getreten. Und jetzt mache ich mehr mit den Kindern und es ist wieder etwas Neues. Und ich denke, es ist gut für alle hier, für die Umgebung. Es hat sicher einen gewissen Werbeeffekt zusätzlich noch und das ist eine tolle Sache. Zwischendurch findet der Silvan Zurbriggen auch kurz Zeit, um ein bisschen mit Behinderten zu hängen. Was haltet er vom Anlass «Schweiz bewegt»? Also ich finde es eine tolle Sache. Man sieht auch die ganzen Kinder und alle zusammen, die was sich hier auf den Platz begeben und sich bewegen mit den Schülern und so. Ich denke, es ist wichtig, einfach auch allgemein. Ich denke, gerade speziell auch heute mit diesen Sachen wie Computer und so, ist man sehr viel mehr daheim und so. Und ja, das vorne sein, das sich bewegen in der Natur und so, geht es hier fast ein bisschen ab und von dem her unterstütze ich das. Wie sieht denn eigentlich das persönliche Trainingsprogramm aus von Silvan Zurbriggen? Seit 10 Tagen bin ich eigentlich sehr intensiv wieder im Trainieren. Ich bin die erste Woche Velo fahren und jetzt haben wir mit dem Krafttraining wieder angefangen. Bevor wir dann 2 Wochen nochmal mit der Mannschaft auf Mallorca nochmal gegen Velo fahren. Also ich bin voll im Bewegung. Jeden Tag findet auf dem Sebastiansplatz euch ein Velo-Geschicklichkeitsparcours statt. Bewegungsminuten werden aber euch im Sportzentrum Olympica, vom Schwimmverein Oberwallis und dem FC Brigg gesammelt. Die Erfassung der Bewegungszeit geschieht durch die Ermittlung der Aktivitätsdauer der teilnehmenden Bevölkerung. Euch gibt es verschiedene Preise zu gewinnen. Im Zeitnehmerzelt können die Teilnehmer eine Startnummer abholen. Beginnt man dann die Bewegungsaktivität, wird die Startnummer mittels eines Barcode-Lesers eingelesen und somit die Berechnung der Bewegungsminuten gestartet. Kommt man zurück, wird ausgelesen, die Zeitmesse gestoppt und dem Konto von der Gemeinde gut geschrieben. Der Christian Gautrin ist im OK für die Technik verantwortlich. Was gibt es eigentlich zu gewinnen bei diesem Gemeindeduell? Als Preis haben wir uns entschieden, wird eine Schulklasse an die Verlierergemeinde reisen können. Das heisst, wir werden ja sowieso gewinnen. Das heisst, dass Grenco eine Schulklasse einladen tut auf Grenco und dann hier einen flotten Tag
zur Verfügung stellen tut, organisieren tut, euch zahlen tut, wie zum Beispiel wie eine Schülreise nach Grenco, die organisiert ist. Wir werden ganz sicher auch noch einen Nachhaltigkeitspreis machen, sodass man weiss, dass man doch mal gegen ein anderes Duell gemacht hat. Dass man sich noch 2-3 Jahre erinnern tut, an diesen grandiosen Anlass. Grenchner euch, die machen ja im Moment genau das Gleiche wie wir. Die sind gegen uns, wir sind gegen uns. Logisch. Ja, es ist ein sportliches Duell, man muss das mit Fairness nehmen. Jede Bewegungsaktivität zählt. Die meisten Schulklassen von Brickleys haben mitgemacht und ihren Beitrag geleistet. Neben dem Laufen hat so ein Veloparcours. Man hat die Gelegenheit, mit dem Oberwalliser Velofahrer Daniel Weiss, zweimaliger Sieger vom Race Across America, den Veloparcours zu machen. Was haltet er vom Anlass? Also ich finde das eine gute Sache. Und wenn auch die Gemeinde etwas machen in diesem Bereich Sport, Bewegung oder so, kann man das auch unterstützen. Ja, ich glaube, der Anlass, in dem Sinne, dass man die Leute ein bisschen motivieren kann, sich zu bewegen. Das allgemeine Wohlbefinden wird sicher auch besser sein. Und ich glaube, oder wenn ich es jedem anraten kann, ein bisschen bewegen, wenn man so eine halbe Stunde Sport treibt jeden Tag, ein bisschen bewegt, fühlt man sich nachher relativ viel besser oder sofort viel wohler. Und ja, die Fitness kommt langsam aber sicher auch besser. Und dann merkt man auch, wie es einem besser geht. Und wie sieht eigentlich das Trainingsprogramm von Daniel Weiss aus? Ich trainiere je nachdem, wenn ich frei habe, sind es 6 und 8 Stunden am Tag. Und Schuster, wenn ich arbeite, sind das 3-4 Stunden. Also im Schnitt so zwischen 20 und 30 Stunden in der Woche bin ich schon am Sport treiben. Um Bewegungsminuten zu sammeln, finden während der Woche verschiedenste Bewegungsaktivitäten statt. Dabei ist alles möglich und erlaubt, was eine sportliche Aktivität verlangt und fördert. Joggen, Velofahren, Walken, Schwimmen, Badmintonspielen, Skaten gehört ebenso zum Programm wie Tischtennis, ein Geschicklichkeitsparcours, Josai Kan oder auch Tanzen. Viele Bewegungsminuten zu sammeln, eignet sich besonders gut Spinning, das Gruppentrainingsprogramm auf Fahrrädern. Im letzten Jahr haben 200'000 Teilnehmende in der ganzen Schweiz einen neuen Rekord von beinahe 380'000 Bewegungsstunden gesammelt. Das entspricht vergleichsweise ca. 12'000 Fußballmatch zu je 90 Minuten mit je 11 Spielern auf dem Platz. Der Stefan Schmidt zu den Zielen von Brickleys bewegt. Also das Ziel ist ganz klar, dass wir einen Grenchen in den Knie zwingen, dass wir auch gewinnen, das ist ganz klar. Und wir Oberwalliser sind auch ehrgeizig und werden das auch schaffen. Es ist auch so, dass Gesundheit steht im Vordergrund, Bewegung, gesunde Ernährung, einfach wie kann man gesund leben. Das Duell 2012 gegen Grenco hat Brickleys mit 16'089 Stunden und 43 Minuten gewonnen. Grenco ist auf 10'086 Stunden und 11 Minuten gekommen.